Wir haben eine Entscheidung getroffen, variabler spielen zu wollen. Das traut der Bundestrainer genau diesem Kader zu. Und wir tun gut daran, ihm zu vertrauen und uns auf eine erfolgreiche Europameisterschaft zu freuen. Mit den Entscheidungen haben wir keine Entscheidung gegen Finn Lemke oder gegen Fabian Wiene oder gegen Rune Damke getroffen, sondern wir haben eine Entscheidung für 16 Spieler getroffen. Und nochmal, das Thema ist offen und wer weiß, ob Finn Lemke Traum im Halbfinale gegen eine der Top-Mannschaften dann wieder mit dabei ist. Am Ende wird so ein bisschen das Quäntchen Glück, der Wille, vielleicht aber auch der junge Elan und diese unglaubliche Bereitschaft dann und dieses Unverbrauchtsein uns helfen können, um möglichst erfolgreich zu sein. Eine deutsche Mannschaft muss immer liefern. Das muss immer der Anspruch sein. Und wer nicht bereit ist zu liefern, wer den Druck nicht als Rückenwind verstehen kann, der gehört nicht in eine deutsche Nationalmannschaft. Also von daher, glaube ich, brauchen wir uns über Druck bei Länderspielen für Deutschland zu spielen, nicht unterhalten. Wir müssen das nutzen. Immer gesagt, als Rückenwind, haben sie wie ein Hurricane dann über unsere Gegner fahren und diese Bereitschaft, diesen Biss, diese Leidenschaft dann auch an den Tag zu nehmen. Aber Leidenschaft bedeutet eben auch Leiden. Und dazu müssen wir jetzt absolut bereit sein.